Immer wieder werde ich gefragt, sag mal, was sind denn deine Lieblingsaromen? Wenn ich schon ein Lieblingsaroma nennen soll, dann würde ich sagen, geröstete Zwiebeln. Dieses Aroma, dieser Geruch, wer kann da schon widerstehen? Deshalb zeige ich dir in diesem Film, wie man Fleisch in Zwiebeln mariniert. Um die in Zwiebeln marinierten Fleischspieße herzustellen, brauchst du nicht viel. Du brauchst natürlich reichlich Zwiebeln, du brauchst ein ordentliches Stück Fleisch, ich habe hier einen Schweinenacken, etwas Mayonnaise, Knoblauch nach Bedarf, dann haben wir hier Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer, Salz und Paprika. Mit dem Fleisch fangen wir an. Nimm dein Fleisch, nimm Maß und schneide ca. 4 cm breite Steaks ab. Hier ist es wichtig, gleichmäßig zu agieren, denn sonst hast du nachher das Problem, dass es ungleichmäßig gart. Dann nimmst du so ein Stück, halbierst es und dann nochmal und nochmal. Und das ist die fleischdicke Stärke, die man nachher haben will. Schöne Würfelchen. So machst du das ganze Fleisch. Dann vom Knoblauch, da nimmst du einfach so viel, wie du und oder dein Umfeld verträgt und schneidest es irgendwie in feine Scheibchen. So muss es aussehen. Das reicht völlig. Als nächstes noch die Zwiebeln feinschneiden. Das geht sehr gut mit so einer Mandoline. Rechtzeitig aufhören. Ja, Zwiebeln sind viel billiger als Fingerkuppen. Sie sollten halt schön dünn sein, sich leicht aufbröseln lassen, so wie diese hier. Und dann können wir schon zusammenmischen. Zum Vermischen einfach die Zwiebeln nehmen, die ganzen Gewürze drüber. Auch gleich den Knoblauch dazu und alles gut durchmischen. Ist alles so gut wie möglich vermischt, holen wir das Fleisch. Das Fleisch haben wir ja in diese Quadrate geschnitten. Dazu geben wir jetzt die ganzen Zwiebeln. Na, da sieht man noch ein paar Zwiebeln, die noch nicht richtig erwischt wurden. So, und dann einfach mal das Fleisch hochheben, ein paar Zwiebeln drunter. Das Ganze ein bisschen vermischen. Ist es dann recht gut vermischt, kommt die letzte Zutat dazu, die Mayonnaise. Die Mayonnaise auch natürlich so gut wie möglich verteilen. Erst oben, das ist die einfachere Variante. Und dann im Prinzip jedes einzelne Stück Fleisch mit ein bisschen Mayonnaise und Marinade in Verbindung bringen. Wenn du dir dann sicher bist, dass die Marinade überall hingekommen ist, dann noch mit ein paar Zwiebeln das Fleisch oben drauf abdecken. Das Ganze mit einer Folie bedecken. Einfach ein bisschen runterdrücken. Und so abgedeckt im Kühlschrank für 24 Stunden ziehen. Ich rede nicht von über Nacht. Das müssen tatsächlich 24 Stunden sein. Also, mach's an einem Freitag und ess es an einem Sonntag, wäre der Idealfall. Dann ist es Zeit, die Spießchen zu machen. Die Folie weg. Und dann das Fleisch ein bisschen zur Seite.
Und dann einfach anfangen, die Spieße locker aneinander zu reihen. Also nicht zu fest, dass sie schön lose aneinander hängen. Und das machst du jetzt mit allen Spießen. Jetzt noch die Spieße einstecken. Sind die Spieße dann schön knusprig braun, ist es Zeit, sie runterzuholen. Und am besten einfach mit einer Gabel absammeln, abstreifen und dann kann serviert werden. Eine ganz einfache Marinade. So leicht kannst du marinieren. Die einzige Möglichkeit, wie du dieses Rezept vermurksen kannst, ist, wenn du nicht genügend Zeit lässt, das Ganze marinieren zu lassen. Bleib an den 24 Stunden eher etwas länger und du wirst den vollen Erfolg haben. Geh auf den Blog, hol dir wie immer das Rezept und die genaue Zutatenliste und die Dinge, die mir sonst noch einfallen zum Thema, werde ich dort posten. Und leg doch mal dein Fleisch in Zwiebeln ein. We'll be right back.